Das chinesische Sprichwort "Mögest du in interessanten Zeiten leben" ist eher ein Fluch als ein Sprichwort, denn es wünschte dem Gegenüber eine politisch unruhige Zeit. Interessante Zeiten sind unruhige Zeiten in diesem Fall und wir leben derzeit in ziemlich unruhigen Zeiten, denn beide Supermächte dieser Welt, nämlich China und die USA, haben massive Probleme und die wollen wir uns jetzt anschauen, denn das wird gerade in den nächsten Wochen wohl sehr interessant mit den Zeiten, aber schauen wir uns die Dinge im Einzelnen mal an. Wir haben heute Morgen die Meldung, Sunac, 16. größter Immobilienkonzern in China, hat jetzt Bankrott angemeldet, respektive Insolvenz angemeldet, respektive Chapter 15 angemeldet. Das machen diese Konzerne in New York, wie schon etwa vor einem Monat Evergrande, weil man Anleihen in New York praktisch an der Börse notiert hat und dementsprechend dieser Schritt rechtlich dort Sinn macht. Aber wir sehen also, dass der nächste große Immobilienkonzern faktisch in Schieflage ist in China, die Dinge nicht mehr aus eigener Kraft eigentlich schaffen kann. Keine richtig gute Nachricht angesichts der Tatsache, dass Chinas Immobilien das mit Abstand größte Asset der Welt sind, mit um und bei einer Bewertungsvolumen von 62 Billionen Dollar. Da schauen wir uns mal an, wie das im Vergleich zum Anleihemarkt und zum Aktienmarkt in China ist. Die sind vergleichsweise unbedeutend in Relation zum Immobilienmarkt. Heißt also, dass China besonders anfällig ist am Immobilienmarkt. Wenn da etwas passiert, dann wird es unangenehm. Das ist derzeit ja der Fall. Schauen wir uns mal die USA an. Sehen wir Immobilienbestand 34 Billionen, also etwas über die Hälfte, aber Anleihemarkt und Aktienmarkt größer. Das heißt, die Amerikaner sind am empfindlichsten am Anleihemarkt und am Aktienmarkt. Das ist für die große Achillesferse. Erstaunlich, dass die Finanzkrise ausgebrochen ist am Immobilienmarkt oder durch den amerikanischen Immobilienmarkt, der eigentlich gar nicht so fürchterlich bedeutsam ist in Relation eben zu Aktienmarkt und Anleihemarkt. Wenn man das Ganze mal zusammenzählt, dann ist das etwa das Dreifache des amerikanischen Immobilienmarkts. Also, Chinesen anfällig Immobilien, die Amerikaner anfällig Kapitalmärkte. Das wollen wir uns mal merken und wir sehen hier massive Ausflüsse zunächst mal aus China, aus dem Reich der Mitte. 188 Milliarden Dollar sind jetzt mal rausgegangen. Das ist der größte Rückgang seit 2022. Wir sehen die Direktinvestments aus dem Westen vor allem, die kollabieren geradezu. Wir erleben also eine finanzielle Entkoppelung zwischen China und den westlichen Ländern. Auch das ist nicht so ein fürchterlich gutes Zeichen und wir sehen heute zum Beispiel die Headline Asian Stocks Drop on Concern Policy to Stay Hawkish, also die Geldpolitik bleibt hawkish, denn wir haben zuletzt ja ein Wiederaufflammen der Inflation gesehen, auch und vor allem getrieben durch den Ölpreis, aber auch die sogenannte Kerninflation war ja kürzlich höher als erwartet mit 0,3% zum Vormonat, aber natürlich der Ölpreis. Wir sehen das erste Mal jetzt Brent-Öl, also das in Europa oder für Europa gehandelte Öl, bei 95 Dollar respektive drüber. Das erste Mal seit November, also wir haben diese inflationären Kräfte derzeit durch Energie. Schauen wir uns aber jetzt mal die Amerikaner an. Wir wissen, wo die Chinesen ihre Achillesferse haben. Jetzt schauen wir uns die Amerikaner an. Wir haben jetzt mal eben die Marke von 33 Billionen in der Staatsverschuldung überschritten und alleine eine Billion ist in den letzten drei Monaten dazu gekommen. Eine Billion ist mehr als das BIP der allermeisten Länder dieser Welt. Wir haben jetzt alleine im nächsten Jahr 7,6 Billionen Dollar Schulden, die neu refinanziert werden müssen. Also, wenn die Zinsen nicht sinken, zu sehr hohen Zinsen refinanziert werden müssen. Und jetzt haben wir noch bis zum 1. Oktober Zeit. Dann droht der Government Shutdown, wenn sich die zwei US-Parteien nicht auf ein Budget einigen können. PIMCO sagt, dieser Shutdown is more likely to happen than not. Also es ist wahrscheinlicher, dass er passiert. Und während so PIMCO weiter Shutdowns per se jetzt nicht so fürchterlich negativ sind, kann aber eine Kombination aus anderen Gegenwinden die ganze Geschichte sehr, sehr schwierig machen. Wir sehen ja jetzt, dass das CBO, also das Büro sozusagen für Budgetfragen im US-Parlament, dass man davon ausgeht, dass wir 50 Billionen bereits 2030 erreichen an Verschuldung. Und das ist ja nur die Staatsverschuldung, Haushalte, Firmen dazugenommen, dann sind wir ja schon so im Bereich 100
100 Billionen unterwegs derzeit, über 90 auf jeden Fall. Und wir haben jetzt 1 Billion per Month praktisch seit dieser Debt Ceiling Crisis, oder wir legen sehr, sehr schnell zu seit dieser Aufhebung dieses Debt Ceilings oder dieser temporären Aufhebung oder Verschiebung dieses Debt Ceilings. Aber wie gesagt, das muss jetzt neu verhandelt werden. Stichtag ist 1. Oktober. Und da ist die Frage, okay, wir sehen jetzt diese Verschuldung derartig ausufern. Was passiert erst, wenn die Amerikaner in einer Rezession sind? Also wenn die Wirtschaft nicht mehr wirklich so funktioniert. Hier sehen wir mal, dass wir eine jährliche Steigerungsrate seit Corona haben von 18,5%. Das muss man sich mal vorstellen, die Verschuldung steigt also Jahr um ein Fünftel mehr, und wir haben noch nicht eine Rezession gesehen. Wenn also die Wirtschaftsleistung dann noch abnimmt, dann wird natürlich das Ganze immer untragbarer. Die Amerikaner haben also massive Schwierigkeiten, sie haben extrem hohe Schulden, jetzt gibt es sehr hohe Zinsen, auf Dauer ist das nicht tragbar, aber kannst du mal eben die Zinsen runternehmen, dann schießt dir die Inflation wieder durch die Decke. Was also tun jetzt? Erstmal die Frage, Government Shutdown, ja oder nein? Hier McCarthy hat jetzt schon mal einen Entwurf oder einen Vorschlag der Republikaner ja lanciert an die Demokraten, die dem nicht zustimmen werden. Das Ganze ist auf jeden Fall sicher einer der zentralen Punkte, auch Ukraine, denn das würde bedeuten, dass ab 1. Oktober die Ukraine nicht mehr finanziert wird. Das hatte also geopolitische Auswirkungen. Aber nochmal zurück zur Fed. Was tun? Jetzt haben wir morgen ja die Fed-Sitzung, und dass sie die Zinsen nicht anhebt, gilt als sicher, ein minimales Restrisiko. Aber das Entscheidende wird sein, die Dotplots, also das, was die Fed-Mitglieder selber an Zinsentwicklung erwarten. Und hier wird entscheidend sein, erwartet man seitens der Fed-Mitglieder mehrheitlich noch einen weiteren Schritt, oder wie schaut es aus? Wann erwartet man, dass die Zinsen sinken? Das werden die entscheidenden Fragen sein. Normalerweise, historisch gesehen, wenn die Fed das letzte Mal die Zinsen angehoben hat, dauert es um und bei ein halbes Jahr, bis sie die Zinsen wieder senkt. Jetzt haben wir im Juli den letzten Zinsschritt gesehen durch die Fed. Das würde bedeuten, dass sie schon im ersten Quartal, wenn dem so wäre und wir jetzt den letzten Schritt gesehen haben, was aber alles andere als sicher ist, denn die Fed dürfte sich die Option offen halten, im November nochmal anzuheben. Aber however, wenn es der letzte Schritt gewesen sein sollte, so weist Alf darauf hin, dann könnten wir schon im ersten Quartal des nächsten Jahres eine Zinssenkung sehen. Aber vielleicht kommt es auch anders. Gucken wir uns mal die Märkte an. Und da ist interessant, dass die kurzfristigen Erwartungen jetzt eher dovish sich verändert haben. Also, nee, da passiert nichts mehr in Sachen Zinsen. Aber die Erwartungen für das nächste Jahr hawkisch nach oben gegangen sind. Man erwartet also, dass da vielleicht sogar noch was kommt, auch im nächsten Jahr, beziehungsweise dass vor allem keine Zinssenkungen sehr lange kommen werden für 2024. Interessant jetzt mal, wenn wir uns anschauen, dass wir eine massiv invertierte Zinskurve haben, dass wir eine Bankenkrise hatten, dass wir viele Dinge haben, die sehr problematisch sind. Kreditvergabe, über die Hälfte der amerikanischen Banken hat die Kreditvergabe eingeschränkt, strengere Kriterien angelegt. Also es gibt für Banken jede Menge Belastungsfaktoren, Kapitalflucht der Anleger, die in Geldmarktfonds gehen und so weiter und so fort. Aber schauen wir uns mal den Finanzsektor an und die Finanzaktien, dann sehen wir, dass Insider kaufen, als gäbe es kein Morgen. Also die greifen zu. Was wissen diese Jungs? Das ist die entscheidende Frage oder eine der wichtigen Fragen aus meiner Sicht. Wissen die, was die Fed tut? Haben die da Informationen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir, dass nicht nur in China eben Probleme jetzt am Immobilienmarkt der Fall sind, sondern natürlich auch in den USA. Vor allem die Home Sales, die Existing Home Sales, also die Verkäufe bestehender, nicht neuer Häuser, die brechen dramatisch ein. Liegt vor allem daran, dass eben jemand, der hier noch in einem alten Hypothekenvertrag sitzt, keine Lust hat, jetzt zu neuen Konditionen, viel höheren Zinsen neu abschließen zu müssen. Also bleibt er locked in his house, bleibt also in seinem Haus sitzen. Das heißt, das Transaktionsvolumen kollabiert insgesamt. Sehen wir, dass wir eine große, große Wahrscheinlichkeit, wie Warren Peace das hier sagt von 314 Research, eine wahnsinnig große Wahrscheinlichkeit für ein Hard Landing haben. Das ist allerdings nicht wirklich eingepreist, dieses Hard Landing an den Aktienmärkten bisher. Und schauen wir uns mal Anzeichen für dieses Hard Landing an und woher diese harte Landung kommt. Dann sehen wir zunächst mal den Konsumenten. Schauen Sie sich mal Retail Stocks an. Seit Anfang August, Kohl's, Macy's,
über 30% jeweils im Minus. Nordstrom, auch ein großer Einzelhändler. Dick's Sporting Goods und wie sie alle heißen, Nike, Dollar Tree, also viele Einzelhandelskonzerne oder auch eher Luxuskonzerne wie LVMH. Deutliche Minus, wir sehen hier den Homebuilder-Chart, das sieht auch ziemlich unschön aus. Diese Erholung war wahrscheinlich ein kleiner Fake und wir sehen das Homebuilder-Sentiment, das gestern veröffentlicht wurde, wieder deutlich unter 50, also die Stimmung trübt sich hier auch am Immobilienmarkt in den USA massiv ein. Und jetzt haben wir ja diesen Strike von den Roy-Grosen Autogewerkschaften in den USA. Und jetzt haben die Autobauer in Detroit mal ausgerechnet, okay, wir hatten vorher, jetzt vor dem Streik, haben wir Kosten pro Arbeitsstunde von 66 Dollar. Tesla hat nur 45. Einer der Hauptgründe ist, dass Tesla ja keine Gewerkschaften zulässt. Jetzt sehen wir, wenn, oder sagt Detroit, sagen die großen Autokonzerne da, wenn wir jetzt den Forderungen der Gewerkschaften nachgeben würden, dann hätten wir Arbeitskosten pro Stunde von 136 Dollar. Und das wäre natürlich ein ziemlich heftiger Batzen. Auch das alles wird also latent inflationär wirken und die Fed in eine so schwierige und andere Notenbanken in eine so schwierige Situation bringen. Wir haben jetzt ein Wiederaufflammen der Inflation. Wir haben eine Preis-Lohn-Spirale, die sich jetzt entfaltet. Wir haben den Anstieg der Energiepreise, der offenkundig durch die OPEC politisch so gewünscht ist. Auf der anderen Seite sehen wir schon ganz, ganz klare Schwächesignale durch die Wirtschaft, aber Zinsen senken ist erstmal nicht drin. Gucken wir uns gestern mal die Märkte an. Gestern war ja ziemlich fade Veranstaltung, wenig verändert, leicht positiver Grundton mit Ausnahme des Russell. Rechts sehen Sie mal die Volumi des SPY, des maßgeblichen ETF. Ziemlich genau die Hälfte dessen gestern, was wir am Freitag hatten, am Freitag am großen Verfall, 111 Millionen gestern mal gerade, 55 Millionen Kontrakte, also das war sehr, sehr dünn und auffallend ist nach wie vor, ich hatte vorhin gesagt, die Small Caps deutlich im Minus, knapp minus 0,7, alle anderen so leicht im Plus. Small Caps, die ja so ein bisschen typisch sind für die Wirtschaft der USA oder die gut repräsentieren, anders als die S&P 500 Konzerne, die ja weltweit tätig sind in der Regel. Hier sehen wir, dass jetzt die Marktkapitalisierung oder die Performance, genauer gesagt, der Small Caps in Relation zu den großen Aktien so niedrig ist wie seit Juni 2001 nicht mehr. Also schon lange her. Also müssen es in den USA die Tech-Aktien richten. Wir haben also zwei wichtige Felder in den USA, Aktienmärkte, Anleihemärkte. In China sind es die Immobilienmärkte. Jetzt müssen es also bei den Aktienmärkten zumindest die großen Tech-Aktien richten, so wie etwa Nvidia. Aber wir sehen, als JP Morgan jetzt gesagt hat, der AI-Hype continues to wane, also die KI-Euphorie, die lässt ein bisschen nach Aussagen vor allem von TSMC. Da haben auch dann die Retail-Investoren, die Privatanleger, also in den USA, sind ein bisschen vorsichtiger geworden. Und zwar ist Nvidia gestern noch ins Plus gedreht, aber dennoch sieht der Chart übergeordnet ziemlich angeschlagen aus auf wöchentlicher Sicht. Genauso übrigens wie die Semiconductor-Aktien, also die Halbleiter-Aktien. Hier sehen wir negative Divergenzen in den Charts, aber insgesamt oder jetzt im kurzen Zeitfenster scheint ein Ausbruch beim Nasdaq, bei den US-Indizes hier bevorzustehen, denn die bilden so eine Verkeilung aus und normalerweise geht es dann massiv rauf oder massiv runter aus dieser Verkeilung. Ähnliches sehen wir auch beim Nasdaq auf 60-Minuten-Basis. Hier sind wir an der unteren Begrenzung dieser Verkeilung, könnte man sagen. Fliegen wir da vorher raus oder bleiben wir drin und schießen dann nach oben, weil die Fed zum Beispiel sagt, ach wisst ihr, wir sind vielleicht sogar doch fertig mit den Zinsanhebungen, who knows. Jedenfalls sehen wir, nach wie vor ist Tech das beliebteste Spiel, der most crowded trade bei den von der Bank of America befragten Investoren. Abschließend noch kurz nach Deutschland, meine Damen und Herren, Corona wird wieder ein Thema. Jetzt hat es Pistorius und Linden erwischte mit Corona, das ist eine Untervariante von Omikron, die hier grassiert, ist in ihrem Verlauf aber ziemlich harmlos, zumindest bis jetzt, aber das könnte auf jeden Fall bald wieder ein größeres Thema jetzt gerade im Herbst werden. Ein Thema jetzt schon sind die großen Kapitalabzüge eben aus China. Deswegen die erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, lesen Sie, warum, wieso, weshalb der Yuan angeschlagen. Man hat ja versucht, den zu stützen. Und die zweite Empfehlung
Ja, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Vermögenspreise. Dementsprechend sehen wir, dass die Immobilienpreise auch im August wieder abgerutscht sind. Wir sehen nach wie vor einen klaren Abwärtstrend. Warum, wieso, weshalb, erfahren Sie in diesem zweiten Artikel. Heute also nur zwei Artikel, meine Damen und Herren. Deswegen bestehe ich darauf, dass Sie beide lesen. Gestern hatte ich ja vier Empfehlungen, heute also jetzt die Hälfte. Aber dafür kann ich dann auch erwarten, dass Sie sich das mal reinziehen, oder? Also, ich sage jetzt Servus und Ciao.